Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Beyond Good and Evil. Gleich zu Anfang, im letzten Part bin ich ja hier jetzt gelandet, Paige wurde entführt und ich komme nicht weiter. Falls ich jetzt zu lange brauche, den richtigen Weg zu finden, wird das geschnitten. Und zwar jetzt. Kann man hier echt... Militärgeheimnis Laserstrahlen. Ja. Und damit habe ich dann rausgeschnitten, wie dumm man sich eigentlich anstellen kann. Gut zu wissen, dann speichere ich jetzt kurz. Und dann werde ich ganz kurz einen Cut machen, damit ich weiß, dass ich da schneiden muss. Ey, ich bin da umhergeirrt, habe die Leute abgeballert, die dort rumgelaufen sind. Also im anderen Raum und das hat alles nichts gebracht. Das wird rausgeschnitten. Das ist langweilig. Ich bin umhergeirrt und habe nichts geschafft. Gut. Dann heißt das jetzt, es geht weiter. Wir machen einfach wieder hinter uns die Tür zu. Es kann nicht schaden und kicken das Ding weg. Bam. So. Frachtraum. Very interesting. Der Sektor ist voller Wachen. Egal, was sie tun, lassen sie sich nicht erwischen. Wir treffen uns später wieder. Alles klar. Er hat genauso grüne Augen wie sie. Yeah. Grüne Augen for the win. Oh, oh Gott. Eine Ratte. Ich habe Angst vor Ratten. Ich habe sie nie gemocht. Und sie mich auch nicht. Shawnee, Double H hat uns über Paige informiert. Er hat ihn in den Fängen der Alpha-Abteilung gesehen. Häng dich rein, Jade. Beende deinen Bericht. Das ist die einzige Chance, Paige zu retten. Ihr seid scheiße, er ist mein bester Kumpel. Spielen. Achso, nee, spielen will ich nicht. Ja. Ihr mich auch. Boah, die hätte mich fast gebissen und damit verraten, ey. Also ich schätze mal, dass die mich verraten hätte. Ey, das ist voll Splinter Cell. Nur leider vorgegeben. Also ich schätze mal nicht, dass man sich hier taktisch wirklich gut anstellen muss. Kann man da runter? Jo. Was gibt's hier? Nichts. Ich riskiere es einfach mal nicht. Was für eine Aktion? Also diese Tunnel, die sind ja echt hilfreich. Oh. Holy Jesus, das ist richtig geil, ey. Das macht wenigstens mal Spaß hier, ein bisschen sneaken. Das war's mit euch. Wie soll ich den denn überlisten? Jetzt mal ehrlich.
Ein Glück hat der eine No-Vision, ey. Der sieht ja mal gar nichts. Das ist unser Kumpel, ne? Auf! Respektiere das Heimteam, Kapitel 12. Ja. Der ist ja mal witzig. Der Weg ist von Flammen blockiert. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Ich muss dir helfen. Aber erst muss ich so einen scheiß Typen fotografieren, ne? Immer noch. Egal, wir speichern erstmal. Und zwar hier. Wo sind wir denn jetzt? Im Frachtraum, okay. Und jetzt, wir haben doch im letzten Part von Paige was gekriegt. Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Nein, für Jade. Persönliche Nachricht. Ja, ich schätze mal, das hier ist die neue, die wir von Paige gekriegt haben. Hören wir sie uns doch mal an. Jade, du hast die Großzügigkeit und den Mut deiner Eltern geerbt. Du weißt, ich denke oft an sie. Wir waren sehr gute Freunde. Vor 20 Jahren mussten wir uns trennen, da wir alle ernsthafte Probleme mit den Behörden hatten. Deine Eltern gaben dich in meine Obhut, um dein Leben zu retten. Wir kamen nach Hillis. Damals war es ein friedlicher Planet. Ich hoffte, dich hier sicher aufziehen zu können. Aber der Krieg holte uns ein. Jetzt musst du etwas erfahren. Wenn ich es hierher geschafft habe, dann nur wegen dem Beluga, dem Raumschiff, das ich mit deinem Vater gebaut habe. Es existiert noch, aber ich habe es noch nicht ganz repariert. Du findest den Check-up-Bericht auf meinem Schreibtisch. Der Beluga ist bei uns zu Hause. Du musst einen Code in jede einzelne der Konsolen eingeben, um den Geheimraum zu öffnen. Ich kann auf dieser M-Disk nicht mehr darüber sagen. Aber ich hoffe, die Information wird dir helfen, wenn du den Beluga eines Tages brauchst. Egal was passiert, ich wünsche dir viel Glück, Jade. Onkel Paige. Tja, keine Worte von einer tapferen Frau. Gut, Junge, da muss ich dir wohl echt helfen. Mann, Mann, Mann. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Wenn man sich da zu viel Zeit lässt, wird er verbrutzelt, glaube ich. Ja, Sir! Lass mich doch bitte mal das Ding fotografieren. Ich will wissen, ob man das kann. Naja. Jetzt habe ich ganz viele persönliche Fotos, wetten. Egal. Miss Cyrus, wenn Sie einmal keine andere Wahl haben, können Sie sich hinter einer Wache anschleichen und die auf den Lufttank schlagen. Das ist Ihre Achillesferse. Wir treffen uns später wieder. Cool. Danke. Aus. Endlich. An alle Patrouillen. Wir haben Eindringlinge in der Fabrik. Haltet Ausschau nach ihnen. Verladeaktion wird wie geplant fortgesetzt. Beeilt euch. Sofortiger Abflug zu den Schlachthäusern. Thank you.
Geil. Das macht Spaß. Okay. Wieso habe ich das nicht schon früher gemacht? Ey, das ist ja viel witziger als rumzuschleichen. Naja. Au, au, au. Ich bin ein tapferer Soldat. Hey, hey, alles klar? Wir werden angegriffen. Eindringling! Eindringling! Oh, zu geil, das macht richtig viel Laune. Okay, diese Laserstrahlen, die scheinen mich zu töten. Deswegen lasse ich die mal gekonnt lasern und drücke auf den Knopf. Oh, nice. Was haben wir hier? Ein PB. Perfekto. Perfekto. Dann haben wir noch. Perfekto. Ich hab's gesehen. Ah, für unser Schiff. Und wir haben noch Koks. Eine Büchse Koks. Schön. Hat sich gelohnt. Aber wir sind wieder im Röntgenraum. An alle Wachen. Positionen halten und wachsam bleiben. Abfangen und zerstören. Ich muss auf den nächsten warten. Der kommt da auch schon. Was war denn hier noch? Gab's ihn? Oh nein, 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 da gab's nichts. Nein, wohin rennt sie denn? Wohin rennen sie denn, Miss Jade oder Jade? Jade ist ja das neue Jade. Dim, 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 dim. Schrank. Okay. Ich bin im Schrank. Ich wette, hier gibt's Ratten! Ganz viele eklige Ratten. I. Pfui. Teufel. Normal. Im Schrank muss man bezahlen. Noch dreister geht's nicht. Oh. Leer. Ein paar Krümel. Ach, wie lustig. Na, da komme ich ja leider nicht ran, ne? Ja, dann ab nach unten. Hat's hier vielleicht noch was? Nein, da bin ich hergekommen. Renn wieder in den Schrank. Ja, neue Ratten! Neue Ratten! Ja, ich kann wieder Ratten töten. Theoretisch unendlich viele, Dineros, oder wie die heißen. Money, money, money. Triple! Triple. Ein doppelter Triple Kill. Kontoidentifizierung. Okay. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ich weiß. Ah, da ist noch eine Ratte. Bam! Ich töte euch alle. So, wo geht's denn hier hin? Ha, irgendeine Produktion? Aha. Lol. Lustig, 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 lustig. Eindringling! Eindringling!
Süße. Hallo? Zu gut. Zu gut einfach. Euch kenne ich, ja. Mal gucken, was passiert, wenn ich da auf den Knopf drücke. Irgendwie nicht viel. Naja. Ich hätte mal gerne etwas zum Essen. Danke. Hallo, Spinni. Okay, die können wir nicht töten. Ey, hier gibt's wieder gratis irgendwas. Hey, Schuhe! Jetboots. Pages Schuhe. Was haben sie bloß mit dir gemacht? Sie haben ihn zu rosa Kugeln verarbeitet. Gut gemacht, Jade. Er schien sehr daran zu hängen. Er hat sie mir nie näher gezeigt. Haben wir die jetzt an? Nein. Wo sind wir hier? Oh! Ah, ich muss dich da rauspupsieren. Na komm her, du. Komm her. Gut. Wunderbar. Dann drücke ich jetzt mal hier drauf. Was passiert dann? Eine Disk? Überwachungskamera. Da werden wir vermutlich sehen, was mit Page passiert ist. Oder zumindest, wer die Schuhe dort abgeladen hat. Den Plan habe ich ja schon, ne? Ah, nee, den habe ich noch nicht. Doch, eben. Wollte gerade sagen. Wo kommen wir hier hin? Jetzt bin ich gespannt. Computerraum. Oh, so viele Räume. Okay. Da ist noch eine Disk. Und das hier ist jetzt der Datenbank der Hylianischen Armee. Ach du Kacke. Was ist das da? Gucken wir uns erstmal die Überwachungskamera an. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Für den Versand ausgezogen? Mörder! Folterknechte! Bestätigt! Sprung, Anzug und Schuhe, es ist alles im Spind. Diese Schweine! Gut. Jetzt wieder das Bab reingeschüttet. Das K-Babs. Wo kommen wir hier hin? Zur Sortierung. Dazu brauchen wir einen Spezialschlüssel. Der Part ist gleich vorbei, ich weiß.
Aha. Ja. Da war nichts. Ja, richtig. Falscher Alarm. Oh Gott, Ratten. Ihr könntet mich verraten, ihr Scheißviecher. Wohlbekomm's. Und bumm. oh Mann, das Spiel. Das ist irgendwie lustig. Ah, da geht's nach oben. Jetzt ist aber die Frage, will ich da überhaupt hin? Ich meine, zurück komme ich nicht mehr, schätze ich. Ich habe mir den Weg zurück verbaut. Ja. Okay. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich in diesem Raum mit der Tür, also die wieder zugegangen ist, dass ich dort jetzt kein Tier übersehen habe und ich gehe einfach mal hier rein. Ah. Cool. Ich warte mal hier. Keine Ratten da. Da ist der erste. Und gleich kommt auch schon der zweite. Gut, dass ich so viel sehe. Geh zu, danke. Mein Gott, ey, das Spiel. Vergiss es. Problem, ich sehe nichts. Wie mache ich das am dümmsten? Ich würde sagen, das finde ich im nächsten Part raus. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao, Leute.